So, da wären wir wieder. Und wie ihr sehen könnt, ich habe einen Bilderswand in der Hand und ich habe auch ein wenig gebildet. Das klingt so falsch. Ja, ich habe eigentlich nur Mauern hochgezogen. Sieht man gar nicht so viel von. Aber ich glaube, die Mauer hier war neu. Denn dazwischen ein bisschen. Ich habe teilweise die Half-Slabs rausgenommen und stattdessen halt die da hinten getan. Aber das waren nur so 10 Minuten. Ich wollte immer nur so 10, 15 Minuten am Stück machen zwischen den Folgen, damit das nicht zu viel auf einmal ist und zu viele Ressourcen auf einmal reinkommen oder vielleicht doch irgendwas Spannendes passiert. Deswegen habe ich gesagt, okay, komm, du baust hier zwischendurch off-Cameras Mauern, aber immer nur so 10, 15 Minuten am Stück. Mehr nicht. Und das scheint soweit ganz gut zu klappen. Das heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Mauern stehen und dann auch die Zäune hier ersetzt werden durch Mauern und die restlichen Half-Slabs und die Brücke mal steht und die Plattformen nach und nach kommen. Das ist denn schon mal ganz gut so. Also ja, das habe ich gemacht. Es gab noch ein, zwei schicke Tipps, was man noch so machen könnte. Und zwar ähnlich wie hier die Maschinen in die Wand einlassen. Also wenn man sich das hier zum Beispiel anguckt, man könnte, okay, die Maschine nicht unbedingt, aber die Maschinen fast alle könnte man in die Wand einlassen. Oder recht viele davon. Weil wir haben ja in den Wänden, auch wenn wir da jetzt nicht hingucken können, was echt doof ist, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich brauche noch irgendeine Möglichkeit, wie ich in die Zwischenwände schneller reinkomme. Also nach oben, wie hier zum Beispiel, wollte ich ja. Knack. Achso, das waren meine Beine. Nach oben hier wollte ich ja die. Wie hießen die? Die Elevator benutzen. Also falls ich da oben über einer Plattform oder unter einer Plattform irgendwas bearbeiten muss. Aber was ist mit dahinter und dazwischen? Also zum Beispiel hier. Ich will jetzt an die Kabel daran. Müsste jedes Mal so weghauen und da wieder hinbauen. Das ist doof. Also es gibt Vorhänge. Ich glaube, die heißen sogar Curtain. Curtain. Ja, die da. Aus 6 Wolle. Und die könnte man dann so mittig dahinstellen. Ich baue einfach mal ganz kurz. Wolle müssten wir ja haben. 6 Stück. Ja, da müssen wir uns was einfallen lassen. So, Curtain. So, so. Und die bauen wir, glaube ich, einfach so da und da hin. Problem, F7 ist ein Spawnfeld. Ja, und das können wir, glaube ich, auch nicht ausleuchten. Ich teste. So, wenn ich jetzt hier Licht mache, ist das immer noch ein Spawnfeld. Das ist ein Riesenproblem bei den Dingern. Ich keine Ahnung, warum das so gemacht wurde oder ob das so geplant ist. Aber sonst wäre das eine Alternative. Also ich hätte eigentlich ganz gerne wirklich was so geheimagententechnisch. Eine unsichtbare Druckplatte, dann geht hier eine Wand auf, dann huscht der kurz rein, dann geht es wieder zu, sowas in der Richtung. Oder einfach Blöcke, wo man so durchlaufen kann, wie es früher gab, diese Chamäleon-Blöcke, die ich schon mal erwähnt hatte. Aber habe ich halt nicht gefunden. Und die hier haben den Fehler, den ich eben gerade gezeigt habe, der auch recht nervig ist. Und da muss man sich noch was einfallen lassen. Aber wie gesagt, mehrere von den Maschinen könnten wir einfach so in die Wand einlassen. Zum Beispiel in Pulverizer und Induction Smelter brauchen Strom. Das können wir von unten machen. Und dann. Ah, nee. Ja, es mit der Wand einlassen. Da sehe ich gerade ein Problem, das der Kommentarschreiber vielleicht nicht gesehen hat oder anders gelöst hat, als ich es lösen würde. Wenn wir die Maschinen nämlich auf eine Höhe einlassen, wie ich sie gerne habe. Ich habe sie gerne so auf Kopfhöhe, hier, oder Brusthöhe, Blockhöhe halt, hier. Dann könnten wir sie von hinten mit Strom befüttern. Aber wo kommen dann die Exporter und Importer hin? Die müssten hier unten oder oben hin. Da müssten wir dann mit Fassaden arbeiten. Und ich weiß nicht, inwiefern Fassaden funktionieren mit ME-Kabeln und Conduits. Das müsste man dann testen. Wenn das geht mit den Fassaden. Irgendwo ist eine Spinne. Wenn das geht mit den Fassaden, dann wäre das super. Dann könnten wir das echt so machen, dass wir quasi eine Wand haben, wo ganz viele Maschinenblöcke sind. Und wir haben nicht so diesen Kabelsalat hier. Obwohl ich das eigentlich ganz schick finde. Also hier hält sich das in Grenzen. Ist ein bisschen ungünstig gelöst. Aber zum Beispiel hier hinten. Ich verhungere gerade. Zum Beispiel hier hinten. Das mit den Tanks und den Exportern und so. Das finde ich richtig cool. Das hat Stil. Auch wenn die Importer hier, da finde ich sie doof. Die sollten wir eventuell nach hinten legen in die Wand, dass man sie gar nicht sieht.
Oder man sieht sie nur ein ganz kleines bisschen, wenn man hier so durchschielt durch die Crucibles. Casting Basins. Basin. Wasser. Schwarze Dinger halt. Ja, das könnte man noch abändern. Die Extruder brauchen weder Strom noch sonst irgendwas. Die brauchen nur den Importer. Die könnten wir auf jeden Fall in die Wand einlassen. Das heißt, wir könnten einfach hier 1, 2, 3 mal 3, 6, 8, 24 Stück hier in die Wand einlassen und von hinten die Importe ranpappen. Und dann haben wir auf jeden Fall genug Cobblestone. Ich denke, dafür haben wir aber nicht die Chips. Guck mal ganz kurz, wie schnell die Cobblestone-Reserven hochrasen. Wir sind schon bei 16k. Was sagt unser... Geh weg. So, was sagt unser Vorrat? Ja, das füllt sich schon langsam hier, die Anzeigen. Die ist nicht so schön. Und die Kabel stören wirklich ein bisschen. Ich mach mal die Kabel weg und ich hoffe, ich lasse die richtigen dran. Die müssen leider nicht sein. Ich glaube, es musste nur der ME-Controller dran angebappt sein. Und der ME-Controller verbindet sich mit den wichtigsten Gerätschaften automatisch. Ohne, dass es Kabellage braucht. Ah, okay, also wir brauchen definitiv mehr Chips. Wir brauchen definitiv mehr Redstone, das kommt alles mit der Zeit. Dann kommen hier später noch mehr ME-Drives hin. Hm. Die Mauern werden, wie gesagt, zwischen den Folgen gebaut. Und es gab noch einen sehr schönen Hinweis über die Crucibles. Wir hatten ja Was zur Hölle? Jetpack. Wir hatten ja angefangen mit... Was war das? Mit Lava. Genau, also stehende Lava, teilweise fließende Lava, und das war alles nicht so toll. Dann sind wir jetzt umgestiegen auf Netherrack und haben den angezündet. Es gibt noch... Hallo Bernd. Bye bye Bernd. Es gibt noch was Besseres als Netherrack. Und zwar das Zeug, was wir benutzen, um Enderium-Ingots herzustellen. Dieses Pyromate... irgendwas. Hast da. Pyrothium-Dust. Das soll man einschmelzen können. Ich habe keine Ahnung, wo oder wie. Hatte ich vergessen nachzufragen. Aber ich gucke einfach mal. Man kann damit Aluminium einschmelzen. Finde ich jetzt nicht so wirklich praktisch. Aber gut, Induction Smelter, Fluxed Elektro... nicht ablenken lassen. Du willst jetzt nicht gucken, was man damit noch alles Tolles machen kann. Ich will nur wissen, im Magma Crucible. Dann bekommt man Blazing Pyrothium. Und das kippt man dann wohl einfach drunter. Okay. Problem, ich habe kein Magma Crucible über, richtig? Genau, hier ist noch Redstone drin. Hallo? Habe ich beim Mauerbauen vergessen, ein paar Fackeln zu setzen? Ja. Warum sind die überhaupt Mauern? Die gehören da gar nicht hin, richtig? Richtig. Also falsch. Weg, weg. Weg, weg, weg. So, besser. Was ist hier hinten? Das ist eine Treppe im Nichts. Ist ja auch eine schöne Mobfarm, aber nee. Weg, 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 weg. Alles Überbleibsel. So. Also das Zeug würde ich ganz gerne einschmelzen und dadurch dann unsere Magma-Produktion noch besser am Laufen halten. Weil Lava hält sich bei 1K. Und es fehlen noch, wie ihr sehen könnt, einige an Dynamos. Das heißt, wir brauchen entweder mehr Crucibles. Also einfach immer mehr Crucibles, als wir Dynamos haben. Oder wir benutzen das neue Zeug. Wobei, wo ich mir das gerade so angucke, das könnte problematisch werden mit dem Verteilen von dem Zeug. Ja, ich glaube, da müsste ich... Dann müsste ich die hier rausreißen. Dann müsste ich auch die ganzen Servos neu legen. Das muss ich mir überlegen, ob ich mir das antun möchte. So oder so müssen wir jetzt noch mehr Dynamos hier hinsetzen. Das ist dann schon okay. Ich glaube, ein Reaktor wäre wirklich doch praktischer. Also klar, schön zu haben und auch ein guter Tipp. Also gerade wenn man am Anfang ist und noch nicht so die Ressourcen oder Stahl oder sonst was für... Reaktor hat, einfach mit diesem flüssigen Pyrosium, Blazing Pyrosium, damit dann die Crucibles betreiben. Es entsteht wesentlich schneller Lava und man hat dadurch mehr Lava, um mehr Dynamos zu betreiben. Was zur Hölle?
Ja, da ist jemand stinkig. Du. Wo ist er hin? Da ist er hin. Ninja. Warum schreist du noch, wenn du tot bist? Das ist komisch. Oh, und Jetpack zwischendurch aufladen, nicht vergessen. Das wird jetzt eine Weile dauern. Oder? Ja, okay. Du da. So, was machen wir jetzt? Wir haben den Hochofen noch nicht angeschlossen. Nicht wirklich. Und da wollte ich eventuell eine Weile Stahl produzieren für einen etwaigen Reaktor. Für Stahl brauchten wir kein Blei. Wir brauchten Sand und Kohle. Und ich glaube Redstone. Und dann brauchen wir noch Exporte und Importe und einen Schalter und ja, ich glaube, das war's auch schon. Kabel habe ich. Gut, dann bereiten wir das mal alles vor. Dim. So, die Trophys habe ich abgebaut, die können da auch wieder rein. Rein. So. Port. Basic Export Bus, einer. Basic Export Bus, zwei. Einer für Kohle, also Charcoal. Einer für Eisen dann, ne? Ich würde das ungern automatisieren. Weil sonst komme ich irgendwann wieder und alles Eisen, alles Redstone ist weg und wir haben 20.000 Ingots Stahl, die wir niemals verbauen werden. Das finde ich so toll. Also ich glaube, ich mache nur einen Exporter für die Charcoal erstmal. Dafür brauche ich ein Charcoal. Was ist normale Kohle? Normale Kohle brauchen wir für die Stahlherstellung selber. Aber Charcoal können wir benutzen für die... Ist das wenig? Okay. Aber Charcoal können wir benutzen, um den Ofen erstmal selber zu betreiben. Das heißt, ein Importer noch. Port. Kein Importer vorhanden. Ein Importer bitte bauen. Zack. So, dann brauchen wir noch einen Schalter. Ah, haben wir sogar vorrätig. Shift. So. Ding. So, du kommst dahin. Drain ist der Absauger. Das heißt, wir brauchen davon noch einen für Stahl. Okay. Drain. Das Ganze müssen wir ans ME-System anschließen. Das hier sieht auch nicht schön aus. Gib mal Kabel. Sollte ich eh alles nach hinten verlegen. Hier. Hier machen wir ein Loch rein, das sieht keiner. Außer die Hühner. Oh. Da, ich habe das doofe Jetpack, das ist zum Bauen echt doof. Genau, deswegen. Jetzt muss ich nach oben und unten drücken. Ja, weg damit. Und ich habe hier gar keinen Anschluss ans System mit dem äußeren Bereich. Das ist nicht so praktisch. Ich glaube, ich setze nicht mal auf die Kabel rauf. Ah, besser. So, wie komme ich von hier aus am geschicktesten zum ME-System? Das ME-System müsste eigentlich direkt hier hinter sein. Also ich haue einfach mal hier ein Loch in die Wand. Hier. Hallo, ME-System. Ich hätte da gern mal so ein Kabelding. Ja, hier lang, dass ich noch rüberspringen kann. Nimm. Das war falsch. 9 Kabel. Das wird nix. 10 Kabel. Und ich kann nicht Shift rückwärts... Ich wollte Shift drücken, rückwärts laufen und auf die Kabel legen, aber das macht er nicht so einfach. Wäre ja auch zu schön, ne? So. 2 fehlen. Okay. Hier irgendwo hoch und da hinten irgendwo runter. Wir brauchen definitiv viel mehr Elevator.
Elevator. Baue mir ein Stack davon.